Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um eine neue Veröffentlichung eines Dokuments im Smart Metering-Kontext. Und wer schon eine Weile in dem ganzen Thema steckt, der wird auch sofort wissen, was denn bisher noch gefehlt hat. Aber wichtig ist für so gerade die weiteren smarten Anwendungen, nämlich die TR031095. Und diese 5 hinter dem letzten Bindestrich ist das Entscheidende. Ihr wisst natürlich im Zweifel Bescheid, die hat immer gefehlt. Dies, glaube ich, früher weitere Systemeinheiten, die heißt jetzt Kommunikationsadapter. Und da kann man schon langsam aber sicher in die Richtung kommen, worum es jetzt geht. Wer noch nicht im Thema steckt, keine Sorge, jetzt erkläre ich auch noch die weiteren Hintergründe. Wir haben ja im Großen und Ganzen in dieser smarten Welt den Ansatz, dass wir das Smart Meter Gateway als Kommunikationseinheit, die sich um die Verschlüsselung und die Parametrierung und so weiter kümmert, so zentral sehen, überall ausbauen. Ne? Über ganz Deutschland hinweg soll so ein Gateway überall in jedem Straßenzug, in jedem Mehrfamilienhaus schlussendlich liegen. Und die Stromzähler, die smarten Stromzähler und Gaszähler und Wärmezähler und Wasserzähler und weitere Sensoreinheiten der Zukunft sollen damit verbunden werden. Auch alle möglichen Einspeiseanlagen natürlich und deren Steuerung, Energiemanagementsysteme sollen damit verbunden werden. Aber eben auch noch weitere sogenannte Controllable Local Systems, CLS. Also das, was man schon so dann in Smart-Home-Kontext vielleicht setzen könnte. Ne? Also die Steuerbarkeit von allen möglichen Einrichtungen, Anlagen und Co. über das Smart Meter Gateway, also schlussendlich über den Stromzähler, mal so in Anführungsstrichen gesetzt. Und dafür brauchen wir aber eben immer so technische Richtlinien und andere Veröffentlichungen von der Behörde, in diesem Fall das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, was eben vorgibt, wie diese ganzen einzelnen Bestandteile, Komponenten so zu designen sind, was sie können müssen und vor allem, wie die sicher zu sein haben und so weiter. Und da gehen wir jetzt einfach mal hier in auf das BSI. Das hat nämlich jetzt vor wenigen Tagen erst veröffentlicht ein Aufruf zur Teilnahme an der Pilotphase des BSZ-Geltungsbereichs Komponenten im Hahn des SMGW. Wir gucken mal genau, worum es geht. Ihr seht ja hier auch in der Struktur, wir sind im Bereich Smart Metering und dann eben Kommunikationsadapter. Und zwar ist es so, dass wir, das kann man hier so ein bisschen rauslesen, insbesondere die Umsetzung der sicheren Steuerung von steuerbaren Einrichtungen machen wollen. Und da sind eben diese CLS-Komponenten, Produkte, steuerbare Einheiten, die nach dieser technischen Richtlinie entwickelt werden und die dann im lokalen Home-Netzwerk sicher mit dem Gateway verbunden werden. Also schlussendlich hier der letzte technische Zusammenschluss zwischen dem Gateway, was wie gesagt ja überall dann verbaut wird, über die nächsten Jahre hinweg, und dann eben diese steuerbaren Einrichtungen, die mit diesem Gateway dann kommunizieren sollen. Da sind jetzt auch alle möglichen Energieanwendungen dahinter vorstellbar. Also wir sprechen auch über den Paragraph 14a der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen mit Wärmepumpen, mit Elektromobil-Ladestationen, mit Stromspeichern, Kälteanlagen, die steuerbar sein sollen. Und zwar in Zukunft über das Smart Meter Gateway. Aber eben auch, wie gesagt, so die Smart Home Geschichten. Und das soll nun im Großen und Ganzen sicher und automatisierbar und standardisiert an das Gateway angeschlossen werden. In der Vergangenheit, wenn man so die Smart-Home-Welt von der Vergangenheit sich anschaut, war das halt mega abhängig vom einzelnen Hersteller. Eine sogenannte proprietäre Systeme, also in sich geschlossen, die eben mit der Hardware und Software des jeweiligen Herstellers funktionieren und Fremdsysteme meistens nicht so richtig gut kompatibel waren. Und wir wissen ja, dass es im Smart Metering in Deutschland sehr stark um die sogenannte Interoperabilität geht. Also die Miteinander Verbindbarkeit und Arbeitsfähigkeit von verschiedenen Herstellern. Also die Geräte der verschiedenen Hersteller und die Gateways der verschiedenen Hersteller und alles weitere muss miteinander immer arbeiten können. Herstellerunabhängig. Interoperabel eben. Und genau darum geht es jetzt. So, was ist hier jetzt Fakt? Wir haben vor wenigen Tagen hier den Aufruf, dass zwei geeignete Hersteller gesucht werden, die ihre jetzt CLS, Smart Meter Produkte, in einem Pilotverfahren für die beschleunigte Sicherheitszertifizierung BSZ hier anbieten wollen. Und das wäre dann so der Startschuss für diese richtig standardisierte CLS-Anbindung, die wir hier in Zukunft unbedingt brauchen. Dabei sollen auch, weil es sich um neue Kategorie von Geräten geht, soll hier eben dann auch ein neuer Standard geschaffen werden, der jetzt eben erst mit dieser Pilotphase so ausformuliert wird.
Im Großen und Ganzen wird es also bis Dezember, bis Anfang Dezember, eine Bewerbungsphase gestartet, in der sich die Hersteller von diesen Einrichtungen bewerben können mit ihren Unterlagen. Und dann soll innerhalb von 2 Wochen, also bis Weihnachten ungefähr, die Entscheidung getroffen sein. Und dann wird praktisch diese Pilot-Zertifizierungsphase bis Anfang nächsten Jahres oder Anfang nächsten Jahres laufen. Und dann würden wir in die eigentliche breite Marktphase übergehen können. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass 2024 langsam aber sicher der Markt rund um diese Anlagen ein Gefühl dafür bekommen kann, wann es wirklich losgeht, die standardisiert über das Gateway anschließen zu können. So, wir haben dann hier 3 Dokumente. Den Aufruf zur Teilnahme, das ist im Großen und Ganzen so ein bisschen rundherum für das Ausschreibungsverfahren, könnte man sagen. Hier am Ende die Application Notes and Interpretation of the Scheme. Das ist dann sozusagen ein technisches Erklärungsdokument für die Teilnahme. Und dazwischen haben wir dieses lange vermisste Dokument, die Nummer 5, Kommunikationsadapter. Das ist eine neue technische Richtlinie, die so, oder ein Teildokument einer technischen Richtlinie, was immer gefehlt hat. Wo auch immer stand, hier ist nur ein Platzhalter, das wird das über die nächsten Jahre entwickelt werden. Jetzt sind wir soweit, dass wir in die Entwurfsphase übergehen. Wichtig nochmal, bevor wir jetzt genauer reinschauen, dieses Dokument ist so jetzt noch nicht offiziell veröffentlicht, weil wir dafür nochmal eine Sitzung des Ausschusses Gateway-Standardisierung beim Bundeswirtschaftsministerium brauchen. Das wird wahrscheinlich jetzt zeitnah auch noch passieren. Die hatten Mitte dieses Jahres eine Aktualisierung ihrer Teilnehmerliste, also dürfte es jetzt auf dem Weg sein. So, dann gehen wir mal kurz zuerst in diesen Aufruf, der ist auch nur 7 Seiten lang. Da will ich im Großen und Ganzen nur sagen, hier gibt es die Informationen, nochmal wie gerade erwähnt, es gibt jetzt dieses Verfahren und man kann sich auch mit Fragen hier melden, Voraussetzungen, ne? Man ist ein Hersteller, der jetzt ein Gerät hier wirklich dauerhaft an den Markt bringen will und der das zertifizieren will. Dafür kann man sich hier eben anmelden bis zum 8.12.23 und dann muss man eben diesem Verfahren folgen, was hier ausformuliert ist. Ne? Hier steht dann eben auch maximal 2 Wochen Feedback, dann wird praktisch, werden die Bewerbungen gerankt nach bester Eignung. Ne? Also es wird dann darauf hinauslaufen, dass die beiden Geräte, die beiden Hersteller mit der höchsten Wahrscheinlichkeit einer frühen Zertifizierung hier dann auch in diese Pilotphase kommen. Ne? Der Zuschlag wird mitgeteilt und dann würde man eben so schnell es geht in die Terminierung gehen, ne? Dass also das Verfahren als solches losgehen kann. Kriterien für die Hersteller, ne? Man muss halt in der Lage sein, die Dokumente zum Beispiel auszufüllen und die Geräte entsprechend dann auch an den Markt zu bringen. Man muss beschreiben, dass man bestenfalls viel Erfahrung hat mit solchen Verfahren. Ihr lest ja hier auch schon sowas wie Penetrationstests. Es wird eben darauf hinauslaufen, dass dann Prüfstellen genau schauen, ob die eigene Software und Hardware in der Lage ist, sicher betrieben zu werden. So nach den Anforderungen, die die Aufsichtsbehörde hier stellt. Anforderungen an die Produkte, Anforderungen an die Prüfstellen. Es kann auch sein, dass hier über dieses Verfahren neue Prüfstellen mit rankommen. Ne? Also wenn man als Hersteller sagt, ich habe eine super eigene Prüfstelle oder eine befreundete Prüfstelle, dann kann die eben gleich versuchen, mit zertifiziert zu werden als Prüfstelle. Auch dafür gibt es ein Zertifizierungsverfahren. Das kann also hier, es ist hier nicht ausgeschlossen, sage ich mal. Und am Ende hier noch welche einzureichenden Unterlagen, ne? So auf einer Seite das Produkt beschreiben, dann mal ein bisschen erklären, was man sich vorstellt während dieser Prüfung und. Und dann ist man auch schon wieder in der Lage, nach diesen 11 Punkten hier, oder nach den 12 Punkten, die eigene Teilnahme in dieser Ausschreibung schlussendlich anzumelden. Jetzt ist doch tatsächlich meine Maus ausgegangen. Ich glaube, die hat... Na doch, jetzt geht's wieder. Nee, doch nicht. Ja, ich glaube, der Akku ist leer. Dann muss ich mit dem Mauspad arbeiten. Oh mein Gott. So. Wer hier teilnehmen will, muss gleichzeitig sich noch in dieses 2. Dokument reinlunzen. Ich kann euch ja mal hier zeigen, was hier unten steht. Ne? Zur Abschätzung der voraussichtlichen Evaluationsdauer in Personentagen sei auf das Dokument AISB5 verfügbar auf den Internetseiten des BSI verwiesen. Und das ist das 2. Dokument, was ich hiermit aufgemacht habe. Das ist in dieser Liste hier ganz unten. Ne? Application Notes and Interpretation of the Scheme, AIS. Und das ist jetzt ein technisches Erklärungsdokument, auch vom 22. September dieses Jahres, wie eben hier alle Dokumente, in welchem jetzt technisch beschrieben wird, wie die Gerätschaften schlussendlich zu funktionieren haben, wie die Teilnahme an dieser Zertifizierung zu laufen hat und was da eben so als Requirements, also als Voraussetzungen technischer Natur zum Beispiel, verstanden wird.
So, auf diesen 34 Seiten kann man sich das technisch anschauen. Aber für uns jetzt innerhalb der Branche und der Vorstellung von, wie kann man Geschäftsmodelle aufbauen am Smart Meter und so weiter, ist dann natürlich die eigentliche technische Richtlinie vielleicht nochmal das Interessanteste. Also diese Nummer 5, Kommunikationsadapter. Und das ist natürlich auch entsprechend mit dabei, hat 80 Seiten und ist dann jetzt eben in dem Release Candidate Version 1.0 mit veröffentlicht worden. Jetzt bin ich in einem komischen Denglisch gelandet auch noch. So, also schauen wir mal. Wenn man jetzt in die Struktur schaut, dann sagt er schon relativ klar, worum es geht. Einleitende Worte, relativ knapp. Technische Einleitung, also hier nochmal konkret auf das technische Konstrukt von Gateway, Gerätschaften, die damit verbunden werden, Marktkommunikation, die dann laufen muss, Verschlüsselung, die dann laufen muss, damit dann also auch verschiedene Grafiken, die das ein bisschen nochmal einordnen, wie das eben laufen soll. Ne? Wer sind die Akteure, die damit verbunden sind und so weiter. Funktionalitäten, also was ist jetzt eigentlich Sinn dieser Anbindung? Was soll dann eigentlich passieren? Ne? Kommunikative Anbindung an das Gateway, Konfiguration der Gerätschaften, ne? Und dann auch, was das Gateway praktisch steuern soll und so weiter. Nutzung eines sicheren, transparenten Kanals, also Kommunikation, Zeitführung. Am Ende des Tages geht es ja dann auch darum, gerade im Strombereich, dass wir ja viel mehr in so eine Echtzeit-Datenstruktur übergehen wollen. Ne? Bisher einmal im Jahr einen Stromzähler ablesen. Das ist ja die alte Welt. Jetzt wollen wir mindestens viertelstündliche Erkenntnisse haben für unsere Bilanzierung. Und wir wollen natürlich bestenfalls eine Echtzeit-Nachvollziehbarkeit haben für so die eigentliche Anwendung zu Hause. Ne? Dass ich eben weiß, was meine Solaranlage gerade macht, was mein E-Mobil gerade macht, was ich hier noch im Smart-Home-Kontext steuern kann und so weiter und so fort. Und ja, Update-Fähigkeit natürlich. So. Und da sind wir dann erst bei einer knappen Hälfte des Dokuments, ne, dann Anforderung an die Kommunikationsverbindung, also nochmal, ich meine, Verschlüsselungsrahmenbedingungen, könnte man sagen, Anforderung an die IT-Sicherheit, noch mehr Bezug darauf, dass das Ganze safe sein soll gegen die bösen Hacker und dann weitere Anforderungen, dann haben wir nochmal so technische und nicht technische Funktionalitäten, die hier beschrieben sind, auf aber relativ knapper einer Seite. Anforderung an Handbücher zum Beispiel, ne, also auch hier an die Hersteller nochmal klare Vorgaben, wie die ihre Produkte hier an den Markt zu bringen haben. So, und dann noch ein bisschen Klausur, ein bisschen Erklärung, ein bisschen Anforderungsverzeichnis, ne, dass praktisch mit den technischen Begriffen man wieder auf die Seiten springen kann, wo dann hier eine Beschreibung steckt. Und das war es dann auch schon. Schlussendlich gehen wir mal auf ein kleines Schaubild, was wir relativ früh haben werden. Gut, also das Bild kennen wir natürlich immer noch aus der alten Welt. Ist, glaube ich, auch nochmal ganz gut, das kurz ins Gedächtnis zu rufen. In der Mitte des Gateway, wir haben das Home Area Network, wo dann also die Verbrauchseinrichtungen und die Einspeiseeinrichtungen und eben die steuerbaren verschiedensten Einrichtungen zu Hause im Heimnetz, im Home Area Network verbunden sind. Das WAN-Wide-Area-Network, wo eben zum Beispiel der Gateway-Administrator und die Marktteilnehmer wie der Versorger, der Netzbetreiber und so weiter verbunden sind, um auf verschiedene Datenkonstellationen zugreifen zu können. Und das LMN, das Local Meteorological Network, was dann schlussendlich das Zählernetz ist, wo dann also Stromzähler, Gaszähler und so weiter verbunden sind und dann ihr Ding eben machen und die Daten, die vorher so konfiguriert worden sind, eben auch an das Gateway schicken. Das Gateway, das dann weiter schickt an den Messstellenbetreiber und so weiter. Und wichtig ist eben, dass wir hier für diesen High-Bereich, da jetzt ja auch Geschäftsmodelle schlussendlich an den Markt gebracht werden müssen, da jetzt auch ein klares Umfeld gestrickt werden muss, dass wir da eben jetzt nochmal eine technische Klarheit schaffen darüber, wie die Geräte hier anzuschließen sind, wie die zu kommunizieren haben, wie die zu verschlüsseln haben und so weiter. Dafür ist diese technische Richtlinie jetzt gedacht. Hier haben wir dann relativ viele technische Beschreibungen, deswegen ist dieses Dokument für den klassischen Kaufmann nicht unbedingt etwas, aber für den, der sich so im Großen und Ganzen mit der technischen Anbindung und den daraus entstehenden Geschäftsmodellen dann beschäftigen soll, der kann auf jeden Fall schon mal reinschauen und eben sich zum Beispiel nochmal weiter verinnerlichen, dass eben die verschiedenen Marktteilnehmer, wie hier beispielsweise der Gateway-Administrator oder der aktive externe Marktteilnehmer oder der Hersteller des Geräts, eben in verschiedenen Verbindungen mit der CLS-Komponente in diesem Kontext, ne, also Controllable Local System, stecken. Das ist am Ende des Tages relativ technisch und deswegen werde ich in diesem Video gar nicht so detailliert hier einzelne Inhalte verarbeiten, weil das dafür nicht das richtige Format ist und weil ich nicht der IT-Techniker bin. Ich bin
Energiewirtschaft einfacher. Also natürlich hier daran interessiert, dass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie das Ganze zu laufen hat. Und hier sehen wir auch nochmal, dass wir eben zum Beispiel hier die technische Interoperabilität, also das technische, die technische Verbindbarkeit von den Gerätschaften haben, dass hier Schnittstellen dann schlussendlich oder Komponenten innerhalb dieses Systems zu schaffen sind, die dann in der Lage sind, offen verbunden zu werden, offen zu sprechen mit anderen Komponenten innerhalb der gesamten Logik des Smart Meterings. So, und das dann eben schlussendlich über die Marktkommunikationsfunktionen, das über den Standard, den wir in der Energiewirtschaft so schon kennen und der notwendig ist für unsere gesamte Prozesswelt, dann in der Lage sind, den Datenaustausch aufzubauen und dann schlussendlich unseren, ja, wie hier auch steht, Regulierungsrahmen, also unsere energiewirtschaftlichen Vorgaben, unsere Prozesswelt, Marktwelt hier auch am Ende des Tages damit abzubilden. Weil das eine ist eben, dass wir am Endkunden diese Controllable Local Systems, dieses Smart Home etablieren wollen. Das andere ist, dass es alles ja auch den Sinn hat, unsere energiewirtschaftliche Welt jetzt endlich mal ins 21. Jahrhundert zu holen und dass wir eben nicht mehr einen Messwert im Jahr haben und ansonsten ein standardisiertes Standard-Das-Profil benutzen, was nichts darüber aussagt, was wirklich im Niederspannungsnetz läuft, sondern dass wir möglichst nah an echten Daten liegen und dass wir eine echte Steuerbarkeit haben, die auch in Echtzeit läuft, sodass wir mittelfristig zumindest, was Regelenergie angeht und Redispatch angeht und andere Notbehelfsmaßnahmen zur Stabilisierung des Netzes, dass wir davon wegkommen. Und dass wir eben von vornherein eine Idee davon haben, was jetzt realistischerweise im Netz passiert, weil wir echte Daten haben, mit denen man dann auch vorhersagen kann, was wohl als nächstes passiert. Und mit diesen echten Daten aber auch in Echtzeit gesteuert werden kann. Ja, und dementsprechend auch in Echtzeit erkannt wird, jetzt läuft es wieder auf dem Niveau, wie wir es hier in diesem Netzbereich zum Beispiel haben wollten. Es kommt nicht zu einem Engpass und wir können hier wieder entsprechend in die weitere in den Regelbetrieb übergehen, ne? Oder gar nicht erst den Regelbetrieb verlassen. Das ist so natürlich am Ende des Tages auch ein Ziel, was man mit dieser Digitalisierung, mit dieser spürbaren, echten Digitalisierung und vor allem Automatisierbarkeit erreichen will. Und ihr seht ja hier, das ist sehr, sehr viel technisches Konstrukt, wie hier die einzelnen Komponenten so miteinander arbeiten. Also wie gesagt, das ist wenig für den eigentlichen Kaufmann oder die Person, die sich hier eben mit der Energiewirtschaft in klassischer Form beschäftigt, sondern das ist wirklich ein schönes Dokument für die Hersteller und ihre Gerätschaften. Wer sich dennoch mal damit auseinandersetzen will und ein bisschen den Weg reinfinden will, dem empfehle ich hier relativ spät reinzugehen und dann eben nach diesen weiteren Anforderungen erstmal ins Glossar zu gehen. Wir haben eine Erklärung, was diese einzelnen Komponenten und Begrifflichkeiten so sind, wie hier zum Beispiel, was ist die CLS-Komponente, habe ich so ein bisschen eingeordnet, bla bla bla, kann man sich anschauen und dann kann man so ein bisschen von hinten sich wieder vorarbeiten. Bezüglich dieser weiteren Anforderungen haben wir dann nämlich hier, glaube ich, schon relativ gut im Prosa verständlich eine Beschreibung zur Authentisierung und Autorisierung, wie also die Teilnehmer am Markt und die einzelnen Komponenten untereinander am Smart Meter Gateway und rundherum hier jetzt zugreifen wollen und können müssen. Ja, zum Beispiel diese CLS-Komponente, also diese steuerbare Einrichtung, muss den Nutzer an der jeweiligen Schnittstelle identifizieren und authentisieren. Ne, du bist es wirklich, wirklich, bevor dieser auf die Services zugreifen kann. Das kann man jetzt verstehen als Nicht-Techniker. Ne? Deswegen kann man sich mit solchen Auflistungen, glaube ich, schon ganz gut hier durcharbeiten und ein erstes Gefühl kriegen. Und wenn man dann sein Informatikstudium nebenbei abgeschlossen hat, dann sind die anderen Aspekte hier, glaube ich, auch noch ganz verständlich. Okay, also was will ich im Großen und Ganzen sagen? Wir haben jetzt mit diesem Verfahren, was bis Dezember eine Bewerbung erstmal möglich macht für die Hersteller und dann, ich sag mal, über den Anfang des nächsten Jahres dieses Pilot-Zertifizierungsverfahren erstmal mit sich bringt, glaube ich, einen guten Startschuss dafür, dass wir hier langsam aber sicher in einen Markt übergehen, was diese ganzen smarten Gerätschaften angeht. Das ist natürlich tragisch, weil eigentlich schon 2016 das erste Gesetz kam, ne, das Messstellenbetriebsgesetz von September 2016, dann lange Grauzone, lange keine Zertifizierungen, dann die Klage und dann sehr viel Unsicherheit. Und dann relativ klar jetzt so im letzten Jahr die Info, dass das BSI sich nur noch mit dem technischen Kram zu beschäftigen hat und das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur, also mehr die regulatorische Seite machen.
Und langsam aber sicher mal ein Gefühl dafür kriegt, dass der Rollout jetzt wirklich losgeht. So. Und jetzt, naja, jetzt kommen wir auch zu den Bereichen, die tatsächlich richtig interessant sind, weil da Services am Endkunden dahinter stecken. Und diese Services am Endkunden, diese Geschäftsmodelle, die dann potenziell entstehen könnten, am Endkunden natürlich auch Wertschöpfungskette bedeuten. Und eine vor allem erweiterte Wertschöpfungskette für die Versorger, die eben im Morgen, in der digitalisierten Welt, sicherlich nicht nur von Energieversorgung leben können oder vielleicht nicht leben sollten, weil das nun mal ein wackeliges Geschäft ist mit schmelzenden Margen. Ja, klar. Wenn man aber sagen kann, hey, lieber Endkunde, ich habe nicht nur einen Stromtarif für dich, mit echtem Ökostrom, super toll, sondern auch noch ein technisches Angebot im Smart Home Kontext für dich. Und du kriegst das alles aus einer Hand. Naja, dann haben wir doch zumindest ein Argument, warum der Endkunde uns wählen sollte als Versorger oder als Dienstleister im Großen und Ganzen. Ne? Und ich glaube, damit ist auf jeden Fall die Zukunft für viele Häuser der Energiebranche deutlich sicherer und deutlich interessanter und attraktiver und mit weniger Sorge versehen, als wenn man sagt, hey, ich habe noch meine Gasversorgung und habe noch so ein bisschen Stromtarif. Da wird es schwierig in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren. Naja, also im Großen und Ganzen, es geht jetzt mal los. Das ist, wie gesagt, relativ technisch, aber auch für euch als Energiewirtschaftler und Energiewirtschaftlerinnen sollte es mal jetzt ein kleiner Hinweis sein, dass wir davon ausgehen können, dass es jetzt wirklich mal losgeht in dem gesamten Smart Metering-Kontext, dass da wirklich greifbare Geschäftsmodelle entstehen. Und ich schule ja nun schon seit 4 Jahren das Thema der vertrieblichen Aspekte des wettbewerblichen Messstellenbetriebs. Und lange Zeit war da wenig Bewegung. Deswegen auch viel Zeit, dass man sich grundsätzlich mal damit beschäftigt. Und jetzt gerade geht's los. Und ich habe jetzt schon die Anfragen im nächsten Jahr, diese Schulung auch wieder für diverse Branchenverbände oder für deren Akademien durchzuführen. Und jetzt wird es langsam greifbar. Jetzt geht hier wirklich was los und ein echter Markt wird jetzt entstehen und das wird interessant. Also, zusammenfassend, das ist eine behördliche Ankündigung, dass wir diese technische Richtlinie mit dem Teil 5 dann jetzt demnächst offiziell haben werden. Wie gesagt, da muss noch mal der Ausschuss Gateway-Standardisierung tagen. Das wird wahrscheinlich noch demnächst passieren. Und dann Anfang nächsten Jahres wird das Pilotverfahren mit den beiden Marktteilnehmern laufen, die sich hier über dieses Bewerbungsverfahren qualifizieren. Und dann wird auf diesem Standard, der dann entstehen wird, mit dieser technischen Richtlinie, wird dann ein reguläres Zertifizierungsverfahren entstehen. Und mit diesem wird dann jeder Hersteller für sich teilnehmen können und sich dann praktisch qualifizieren, an dem deutschen definierten Smart Metering Markt teilnehmen zu können. Naja, das wird schon spannend. Okay, soweit erstmal dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches zu diesem gesamten Themenkontext, dann gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.